So, Freunde, es geht wieder weiter mit Gothic 3. Wir sind in Monterra angekommen. Hier haben wir auch schon ein bisschen Arbeit bekommen, noch nicht allzu viel, denn ich glaube, wir sind durch den Hintereingang in Monterra reingekommen, denn die meisten Orks haben mit uns gar nicht gesprochen, genauso wenig wie die Söldner. Aber das werden wir heute nachholen. Ich schaue mich nochmal um, wir sind aus dieser Richtung gekommen. So, die letzte Folge Gothic 3 habe ich vor einer Woche aufgenommen. Das heißt, ich muss jetzt wieder ein bisschen reinkommen. Sanford. Eine neue Lieferung? Leg sie zu den anderen. Du bist hier der Lagermeister? Eine blöde Frage, das siehst du doch. Zuckerschlecken ist das nicht, das sage ich dir. Wenn alles läuft, interessiert es keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie, es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Hör bloß auf mit der Scheiße. Verkaufst du auch deine Ware, dafür will er 50 Gold haben. Was hältst du von deinem Anführer Marik? Ja, das ist eine Aufgabe, die haben wir in der letzten Folge bekommen. Wir sollen herausfinden, was die Söldner von Marik, dem Anführer, halten. Das ist, wie gesagt, eine Aufgabe, die wir in der letzten Folge bekommen haben. Und da hier halt der entsprechende Dialog dazu. Fehlt dir noch was? Klingt auch interessant. Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Okay, und da haben wir auch schon die nächste Aufgabe bekommen. Was fehlt dir sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milchfässer vom Viehhof im Westen. Ach was. Tja, ich sagte doch, der Job ist kein Zuckerschlecken. Na, warum bewegst du eigentlich nicht deinen Hintern und holst dir deinen Scheißes selbst? Naja gut, das mache ich jetzt nicht. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Jawohl. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Ich denke, das war erstmal alles, was ich an Waren brauche. Ach, da bin ich ja beruhigt. Was hörst du von deinem Anführer Marik? Marik ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Varek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene Suppe und hat Dreck am Stecken. Ich mag Marik nicht besonders. Ein selbstgerechtes Arschloch. Okay, ich dachte mir eben gerade, vielleicht verrät er mir mehr, wenn ich ihm seine Waren besorgt habe. Aber ich glaube, der hat schon ziemlich gut ausgeholt. Der wird uns sicherlich nichts mehr sagen. So, warum holst du deinen Scheiß nicht gefälligst selbst? Das werde ich nicht anklicken, denn ich will ja Punkte bekommen. So, wenn wir aber hier in diesem Bereich sind, dann schaue ich mich auch hier nochmal um. Wen haben wir da? Ein ängstlicher Sklave. Ja, und dabei fällt mir ein, wir können natürlich auch wieder was mitgehen lassen. Wen haben wir hier? Marik. Mit dem haben wir doch schon gesprochen. Das war doch der Kollege hier, oder? Nee, brauchen wir jetzt nicht. So ein bisschen die Orientierung verloren. Das ist hier der Haupteingang. Ach, logisch. Das ist der Haupteingang. Wir sind von wo gekommen? Von da oben jetzt gerade. Ich muss jetzt noch kurz mal einen Überblick beschaffen. Das wollte ich vorhin noch sagen. Wie gesagt, vor einer Woche war die letzte Aufnahme. Und ich habe hier eben gerade das Spiel gestartet und dann ging es auch schon direkt los. Genau, wir sind da hinten durchgekommen. Dann sind wir hier hoch. Und hier waren nirgendwo irgendwelche Leute, mit denen man reden kann. Das kommt noch schlimmer. Bradley. Bradley haben wir noch nicht gesprochen, oder? Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten. Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ah. Ausgetauscht? Was meinst du? Wir können die armen Hunde nicht ständig im Tempel buddeln lassen. Sie brauchen auch mal eine Auszeit. Dazu tauschen wir wöchentlich die Sklaven mit den Bauernhöfen. Die Arbeit draußen ist etwas leichter. Die Burschen erholen sich wieder echt gut. Ich suche dir einen Sklaven aus. Gut, aber mach nicht zu lange. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich bin stets bemüht, mein Freund. Was hältst du von Marik? Tja, weiß nicht. Hab nicht allzu viel mit ihm zu tun. Ich denke, er macht seinen Job ganz gut. Okay, auch hier könnten wir wieder den Dialog anklicken. Den Sklaventausch machst du gefälligst selbst. Aber das wollen wir ja wiederum gar nicht. Wir wollen ja hier Punkte bekommen für die Stadt, damit wir zu dem Ork-Boss vorgelassen werden. So, warte mal.
Ja, da sind wir in der letzten Folge hergekommen. Ist dir die Frage, wieso haben wir den Bradley nicht gesehen? Ja, weil er wahrscheinlich so da hinten saß und wir sind direkt hier hoch, genau. Das wird's gewesen sein. So, ich guck nochmal gerade, ob die Sklaven hier auch alle wirklich keinen eigenständigen Namen haben, aber es sieht so aus, ja. Okay, dann gehen wir mal da hinten durch. Dann müssten wir eigentlich dahin kommen, wo wir eben gerade schon waren. So. Aha. Hier sind wir wieder alleine. Das sieht zumindest so aus. Ich werde mal gerade die Schnellspeicherfunktion nutzen. Denn ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Ich werde jetzt ein bisschen was einstecken. Ich weiß übrigens gar nicht, wo hier die Teleportrune liegt. Die liegt bestimmt auch irgendwo. Warte mal, ich drücke mal Steuerung. Zack, 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 zack. Da geht es nämlich alles viel schneller. Ach, guck mal, was hier alles Schönes drin liegt. Ich hoffe nur, dass mich hier niemand sieht, ne? Komm, wir gucken gerade nochmal. Ne, es sieht nicht so aus. Jawohl. Ich mache das trotzdem nur so langsam, denn ich habe so die Befürchtung, dass hier irgendwo vielleicht die Rune dabei ist. Guck mal, da liegt auch noch was. Was ist mit den Äpfeln da oben? So, den nimmt er leider nicht ins Target. Eben gerade hat er mal kurz drin gehabt, jetzt. Okay. So, da wäre ein Bett, falls ich müde bin und ich glaube... Wir haben hier ordentlich zugeschlagen. Da ist nicht mehr viel da. Doch ein Bisonfell. Noch eins. So. Aber ich glaube, das war es jetzt wirklich, oder? Nee, doch nicht. Hier haben wir wirklich die ganze Bude leergeräumt. Ey, geil. Okay, aber ich glaube, da ist nichts mehr. So. Da vorne der Haupteingang. Dann gehen wir mal hier lang. Ford. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln? Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Tja, der will auch wieder 50 Gold dafür haben, dass er mir zeigt, was er hat. Du kannst mich mal am Hinterteil, ne? Verstehst? Ja, vielleicht werde ich es auch machen, wenn hier nirgendwo ein Händler ist. Ich bin mir sicher, ich muss es sogar machen, weil wahrscheinlich der ein oder andere Händler was wirklich Gescheites zu verkaufen hat. Müssen wir mal gucken. So, hier kommen wir auf jeden Fall rum, aber so weit will ich jetzt noch gar nicht rum. Naja, Wasser bringt nicht viel. Wasser füllt unsere Lebensenergie auf, aber nicht sehr viel. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. So, ob das so wertvoll war? Wegen der Söldner. Dieses faule Schwein schuldet mir immer noch den Erlös für seinen Hof. Sag ihm, er soll dir das Gold geben, sonst reiß ich ihm den Kopf ab, klar? Hör bloß auf mit der Scheiße. Sandford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja, war mehr als deutlich. Naja. Solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Okay, ja, aber ich gehe mal davon aus, da gibt es noch einige mehr, die man befragen kann. Und hier gibt es auch wieder jede Menge. Aber er steht genau zu mir. Er beobachtet mich. Hat er ja eben schon angekündigt. Der alte Drecksack. Da ist eine Truhe. Wie gesagt, ich muss mich mal erkundigen, wo diese Rune ist, damit wir hier hin teleportieren können. Da waren wir schon bei dem. Ne, der war das nicht. Dem haben wir ja vorhin gesprochen. Wer bist du? Torek. Wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora. Hier hast du Gold. Hier hast du Gold. Handelst du jetzt mit mir? 500 Gold wird er dafür haben. Ach, ich weiß nicht, wenn ich nicht so geizig wäre, weißt du? Torek-Sklave. Alles klar? Für diesen dicken Ork Torek zu arbeiten, ist die reinste Schinderei. Wer bist du, Schönes? Einfacher Ork, Krieger Ork. Mach hier nicht noch mehr Ärger! Ja, ich glaube, hier sollten wir besser nichts klauen.
Die beobachten uns ganz gut, die Jungs. Aber falls wir später, oder wir, beziehungsweise nicht falls, sondern wir werden ja später die Städte befreien. Und da werden wir die alle zu Klump hauen. Zumindest die, die uns böse gesonnen sind. Und dann haben wir die Gelegenheit, alles leer zu räumen. Und das werde ich auch zu nutzen wissen. So, wir gehen dann nochmal hoch. Da auch nochmal hingucken. Subota. Sei gegrüßt, Fremder. Warum kommst du zu mir? Wer bist du? Mein Name ist Subota. Ich habe die ehrenwerte Aufgabe, für den Fortbestand der Sklaven in dieser Stadt zu sorgen. Brauchst du Hilfe? Hilfe ist immer vonnöten für jemanden wie mich in dieser Stadt. In der Regel sind alle guten Kämpfer hier nur Schoßhündchen von diesem Marik. Keiner hat den Mut, auf eigene Faust zu arbeiten. Wie ist es bei dir, Fremder? Was brauchst du? Trotz meiner gestochen scharfen Aufmerksamkeit sind mir zwei Sklaven entwischt. Ich hätte sie gerne zurück. Ich gehe davon aus, dass es für einen starken Kämpfer wie dich kein Problem darstellt. Du brauchst einen Mann mit Kampfkraft, um einen ausgemergelten Sklaven zurückzubringen? Erzähl mir mehr über deine verlorenen Sklaven. Einer meiner Sklaven arbeitet nun für den Orkschmied Torek. Marik hat ihn bei dem dicken Ork für den Putzdienst eingeteilt. Er ist mein Eigentum und ich will ihn zurück. Okay. Marik ist nicht gerade dein Freund. Kann man nicht behaupten. Aber bei der Übermacht der Söldner in dieser Stadt arrangiert man sich besser oder man ist tot. Du brauchst einen Mann mit Kampfkraft, um einen ausgemergelten Sklaven zurückzubringen? Naja, der Fall ist etwas komplexer. Marik hat mir einen Sklaven einfach unterm Hintern weggepfändet und einem seiner Leute überlassen. Ich wusste, es gibt einen Haken. Der Kerl, dem mein Sklave nun gehört, heißt Dan. Er ist Gladiator in der Arena. Verstehe. Die Arena, okay. Ja, ich lasse das mal liegen hier, weil er hat mich ja hier im Auge. Aber dann werde ich doch gleich nochmal mit diesem Torik reden. Der ist doch da unten irgendwo gewesen. Am besten, als wenn das so einfach wäre. Ist das dein Ernst? Super. Da habe ich gar keinen Dialog. Dann gehe ich mal rein zu dem Sklaven, weil das soll ja auch einer von seinen sein, ne? Du arbeitest jetzt wieder für Subota. Auch gut. Ich bring dich weg. Gut. Gut. Na, dann komm mal her, Junge. Hey, bleib stehen, du Mistkerl. Was fällt dir ein, meinen Sklaven einfach mitzunehmen? Ich bezahle für den Burschen oder ich nehme mir einfach, was ich will. Das wird wahrscheinlich auf einen Streit hinauslaufen. Ich nehme mir einfach, was ich will. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich hack dich in Stücke. So, den werden wir natürlich nicht umbringen, das ist ja klar. Aber wir nehmen ihn, wir werden mal ihn und seine Sachen erleichtern. So. Zumindest hat der Mistkerl Gold dabei. Hä? Der Sklave klaut ihm das Gold? Ich das noch erleben darf. Komm her, Alter. Ich will dich deinen Besitzer zurückbringen. Und dir kann es wahrscheinlich egal sein, bei wem du versklavt bist. Da ist er. Torek Sklave arbeitet wieder für dich. Sehr gut, Fremde. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Deinen Lohn erhältst du auch sofort. Sehr schön. Ruf bei den Assassinen verbessert. Ich weiß gar nicht, ob ich da Wert drauf lege oder ob wir das überhaupt irgendwie brauchen. Denn ich will ja bei den Rebellen sein. Ich werde jetzt noch mal kurz mit Torik reden, weil der hat ja eben gerade auf die Schnauze bekommen. Nö. Er hat's schon wieder vergessen. Soll mir auch recht sein. So, Arena, ne? Das heißt, es muss ja hier irgendwo noch weitergehen. Irgendwo muss ja auch hier noch die Arena sein. Da geht's nicht weiter. Eine Arena haben wir bisher noch nicht gesehen. Oder sind wir da schon vorbei? Sind wir da dran schon vorbeigelaufen? Glaube nicht. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, komme ich wahrscheinlich genau dahin, wo ich eben gerade auch war.
Nee, da geht es jetzt da schon nicht mehr weiter. Gut, dann gehen wir mal weiter hoch hier, ne? Und gucken mal, ob wir da schon alles abgesucht haben. Klar, warum nicht? So, ich glaube, da hinten geht es nämlich noch weiter. Da waren wir bisher noch nicht. Krieger. Ich muss mich so ab und zu mal umdrehen, weil ich immer denke, ich vergesse irgendwas oder ich übersehe was. Was haben wir denn da? Hammer, Besen und sogar noch eine Truhe. Frag mich nur, wo die Rune ist, ne? Dieser Teleportstein, so heißt es ja, glaube ich, hier. Ich weiß es noch nicht. Ah, das ist die Arena, ne? Hey, man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Wenn du in meiner Arena kämpfen willst, musst du erst bei mir dein Preisgeld bezahlen. 500 Goldmünzen, oder du kannst gleich wieder abhauen. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ja, ich bezahle später. Du willst nicht, was? Dann mach dich weg, Schwächling. Ja, ja, bleib locker, ich zahle dein Geld schon noch. Ich will erstmal gucken, was hier noch so abgeht. So, wir gehen nochmal kurz in seine Wohnung rein. Aber auch hier werden wir wieder beobachtet. Das sollte ich besser sein lassen. Ugo. Planlos? Was meinst du? Auf mich wirkst du recht planlos. Rennst hier rum, quatschst jeden an. Suchst du irgendwas? Bist du mit deinem Boss zufrieden? Jo, Marek ist gut. So viele Freiheiten haben wir Söldner nirgendwo in Mittelland. Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Okay. Ich weiß, Mann, ich weiß. Elite-Söldner. Ah, Frischfleisch. Was ist der Preis, wenn ich dich besiege? Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmützen. Erzähl mir was über Marek. Den Kerl würde ich gerne mal in der Arena besiegen. Die anderen halten alle ganz große Stücke auf ihn. Aber ich glaube, das ist alles nur Fassade. Marek hat mit Sicherheit nichts drauf. Da verwette ich meinen Arsch. Man muss eben aufpassen, was einige Dinge werden. So, den haben wir da noch? Niemand? Elite-Söldner. Ja, Elite-Söldner, der Begriff macht mir so ein bisschen Angst, wenn wir hier noch in die Arena steigen sollen. Ah, dein Sklave. Wenn du keinen Ärger mit meinen Herren haben willst, redest du besser nicht mit mir. Er heißt Dan und ist Gladiator, also sieh dich vor. Ja, ja, ich habe schon von dir gehört, mein lieber Sklave. Wo ist Dan? Habe ich mit dem eben schon gesprochen? Wer war das eben gerade? Warum ruckelt das jetzt auch wieder so? Fragen über Fragen. Fedor, nee, das war nicht Dan. So, hier sind wir in der Arena. Und da können wir auch noch hochgehen, ne? Du solltest meinen Rat annehmen. Aber da gibt's gar nichts. Aber guck mal, schön gemacht, ne? Kann man von hier oben auch so richtig schön beobachten. Gefällt mir. Wo war jetzt Dan? So, wir werden jetzt mal Folgendes tun. Ugo, Ugo und Dan. Du musst Ashton schon bezahlen, wenn du hier kämpfen willst. Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Ist das dein Sklave da drüben? Ja, Marek hat mir den Burschen angedreht. Keine Ahnung, was ich mit dem Kerl soll. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich setze ihn als Preisgeld für einen Kampf in der Arena. Mhm. Erzähl mir was über deinen Boss. Über Marek? Er hat eine Menge Probleme mit dem Sauhaufen hier. Aber er hat alles im Griff, soweit ich das beurteilen kann. Okay, da war doch jetzt noch ein anderer. Der Juice. Aha, ich glaube, ich hab dir noch keiner aufs Maul gehauen, oder? Bezahl endlich dein Startgeld bei Ashton. Ich will gegen dich kämpfen. Tja, was willst du hören? Das war doch noch nie. Was hältst du von Marek? Ohne Marek würde der Laden hier nicht laufen. So viel ist schon mal klar. Oh, und ich bin wieder ein Level höher. Sehr geil.
So, mit dem haben wir schon gesprochen. Da war nur noch einer, mit dem wir noch nicht gesprochen haben. Wer war denn das? Dan war's. Ich meine, da war eben noch einer gewesen. Kann auch sein, dass ich mich irre. Okay, ich bezahle jetzt mein Preisgeld. Scheiß drauf, ne? Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Dann kämpf mit mir. Der will mit Sicherheit erst sein Preisgeld haben. Warte mal. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Tja, was willst du hören? Das war doch noch hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. So, ich werde aber nochmal kurz speichern. Eigentlich sind die 20 Minuten schon wieder rum, aber komm, wir machen nochmal ein Kämpfchen, ne? Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst! Ich weiß gar nicht, haben wir dem überhaupt schon gesprochen? Ja, ne? Juice haben wir schon gesprochen. Und ich bin noch nicht mal hier voll. Also, voller Gesundheit, meine ich. Leute, es gibt einen Kampf! Los, du sollst dich blocken, du Sau! Das gibt's doch gar nicht! So, was hat er denn Schönes dabei? Nix Gescheites hier, ey. Aber da hat doch bestimmt noch irgendwo ein Schwert oder so rum, wo liegt denn das rum? Da ist nichts zu holen. Da liegt's. Bastardschwert. Du brauchst kein Schwert mehr, mein Freund. Aber das, was hier sonst noch rumliegt, das nehmen wir auch mit. Am besten du erledigst das selbst. Und wenn der irgendwann wieder aufsteht, dann wir ich sprechen noch uns noch. Ja, da komm. Ich werde einfach abfangen. Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder! Hier ist dein Preisgeld! Sehr schön! So, wir sammeln hier noch den Rest ein. Und ich glaube, bevor wir zum nächsten Kampf gehen, dann werde ich mich erst noch ein bisschen hochheilen. Beziehungsweise einfach mal frühstücken. Haben wir überhaupt abgespeichert vor dem Kampf? Ich glaube nicht, ne? War wieder sehr riskant. Ich habe schon einen Augenblick gedacht beim Kämpfen, das war's jetzt, weil er gar nicht mal so verkehrt war. Ich speichere nochmal. So, nächster Kampf. Kämpfe mit mir. Also dann, wir sehen uns in der Arena. Jo. Am besten du hältst dich da raus. Dann zeig mal, was du drauf hast. Da hat aber auch gut zu dir. Scheiße. Gut, ich lade schnell wieder rein. Ich will nicht, dass er mich hier beklaut, die Sau. Ich glaube, es ist natürlich so ein bisschen Glück dabei. Und was ich üben müsste, ist vor allen Dingen mal das Blocken. Ne? Ich habe eben gerade am Anfang geblockt, habe zu früh losgelassen, hat mich genau getroffen. War schon ein schlechter Start. Aber gut, Freunde, ich glaube, wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Dann versuchen wir nochmal hier so ein bisschen in der Arena zu kämpfen. Und werden uns auch so langsam an die anderen Quests machen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann.